Ja, weiter geht es. Was war denn hier? Gar nichts. Oh. Wir müssen. Ihr seid keine Seefahrerin, nicht wahr? Nein. Seeleute schwanken, wenn sie sich auf festem Boden bewegen. Genau wie Betrunkene nach dem Aufwachen. Okay. Nein, ihr seid keine von ihnen. Also, wer seid ihr? Ich bin ich. Mein Name ist Nina Malloy. Ihr habt im Dorf meinen Vater Alda kennengelernt. Ah. Er wäre nicht sonderlich erfreut, mich hier vorzufinden. Aber natürlich gibt es ohnehin nur weniges, was meinem Vater Freude macht. Ich bin schon über diese Insel gelaufen, als ich noch kaum größer als ein Boggart war. Und doch ist es mir noch immer verboten, mich allein aus dem Dorf zu wagen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Naja, gut, trotzdem. Ihr solltet nicht ein... Ihr seid mir gefolgt. Wie ahnungslos ihr doch seid. Hier in dieser Wehr habe ich meinen ersten Skaff getötet. Ich brauche keinen Schutz. Nicht den euren. Nicht den meines Vaters. Oha. Nicht Akaras. Ich sage unseren Leuten immer wieder, dass uns die Darbringung zu Sklaven und schwach macht. Aber hören sie auf mich? Nein. Sie wurden dazu erzogen, es nicht zu tun. Sie macht nicht das, was ihr Vater. Und da ist drüber, ist die Darbringung schlecht? Wir wählen eine der unseren als Opfer für Akara. Für ein Geschöpf, das keiner von uns je gesehen hat und dessen Begierden wir nicht kennen. Ob die Darbringung etwas Schlechtes ist? Ja, das ist sie. Sie ist nicht begeistert. Könnt ihr die Insel verlassen? Wir können von hier verschwinden, wann immer wir wollen. Wir alle. Allerdings fehlt uns ein taugliches Schiff für eine solche Reise. Doch selbst das würde nichts ändern. Die meisten Dorfbewohner in Trostkap wollen hierbleiben. Mein Vater hat sie davon überzeugt, dass es ihre Bestimmung ist, Akara zu dienen. Meine Bestimmung gehört nur mir allein. Wenn er das doch nur begreifen würde. Tja, ist nun mal halt so. Ich nehme mal an, es gibt noch Riesentheater mit ihm, ja. Sie findet nur ein einziges Mal in jeder Generation statt. Eine Bewohnerin des Dorfes wird auserwählt und dann dem Gott Akara als Opfer dargebracht. Na, klasse. Während der Darbringungszeremonie erfüllt Akara die Auserwählte mit seiner Magie und verwandelt sie in seine Mittlerin. Sie wird zu seinem Sprachrohr im Dorf. Und wir folgen ihrer Führung, ob wir nun wollen oder nicht. Oder nicht. Also, im Grunde genommen, eine Frau steckt den Schwierigen aus dem Weg. Ja, so etwas hatte ich schon vermutet. Die Skaffs sind nicht besonders freundlich zu Eindringlingen. Vor allem, wenn sie sie fressen können. Ich begleite euch, wenn es euch recht ist. Ich kenne diese Tunnel besser als jeder andere. Geht voraus. Ich halte euch den Rücken frei. Na sauber, aber erzähl mal, Akara. Er ist ein Tyrann, nichts weiter. Solange Akara uns leitet, sind wir Gefangene. Mein ganzes Leben lang hat man mir von seiner Güte erzählt. Von dem Schutz, den er uns bietet. Aber wovor beschützt er mich denn? Ich sage es euch. Vor der Freiheit. Jenseits dieser Ufer erwartet eine ganze Welt auf uns. Eine Welt, die ich niemals entdecken werde. Und der tote Kehl? Vor vielen Jahren gehörte dem gefürchteten Piraten diese Insel. Sie war sein Versteck. Ein Ort, an dem die Rechtsprechung der Alpha keine Macht besaß. Doch die Zeit verging, so wie sie es immer tut. Und sein Einfluss hier ist geschwunden. Aber lasst euch davon nicht den Schlaf rauben. Nö, nicht wirklich. Die Darbringung, erzähl mal genau darüber. Sie ist ein Schauspiel, mehr nicht. Akara nutzt sie nur, um die Dorfbewohner weiterhin seinem Willen zu unterwerfen. Und die nächste Darbringung rückt schnell näher. Aber ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Okay, ist hier unangenehm. Galgens End, erzähl mir mal, was du darüber weißt. Ich wurde auf dieser Insel geboren und bin hier aufgewachsen. Ich kenne viele ihrer Geheimnisse. Oder zumindest jene, die sie bereit ist, mit mir zu teilen. Okay. Und obwohl ich mich auf Galgens End zu Hause fühle, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als es zu verlassen. Zwischen Akara, dem toten Kell, und meinem Vater ist für uns andere kein Platz mehr. Mhm. Und du? Ich versorge Trostkap mit Wild, wenn uns das Meer mal wieder keinen guten Fang beschert. Außerdem durchsuche ich die Wälder und Klippen nach Pflanzen für unsere Alchemisten. Trotzdem kennen mich die meisten Leute auf Galgens End nur als Alders Tochter. Und wenn ich nicht von hier entkomme, werde ich auch niemals mehr sein als das. Mhm. Und Patrick Dover, kennst du den auch? Patrick. Er hat noch nie so richtig zu uns anderen im Dorf gepasst. Er hat nie seinen Teil beigetragen oder seine Pflichten übernommen. Er hat offenbar andere Pläne. Ja. Ich weiß nicht, warum mein Vater ihm das durchgehen lässt. Meine Bude zu renovieren. Irgendeine Idee, wo ich suchen sollte? Das ist in diesen alten Tunneln schwer zu sagen. Aber wenn eure Freundin von Skaffs hier reingeschleift wurde, wird sie vermutlich ganz unten sein.
Aha. Na gut. Übernehmt die Führung. Ja, aber ich will erstmal hier. Genau, zerlegen. So, primitiv. 130er. Nee, machen wir auch weg. Die Dolche. Komm. Langschwert. Andere ist 159. Das hat aber auch Eisschaden. Unbeugsame Helm. Zersetzender, genau. Okay. Hier sieht man wenigstens, was ich zerlegen kann, aber nicht. Moment. Eis 52. Halt. Eis 31. Aber dafür hat er andere Sachen, ja. Inbrünstig. Nee, sonst ist hier nichts. Absolut nicht. Unbeugsam. Kann ich noch? Ich weiß nicht, wie viel Macht ich habe. 24, 25. Irgend so hart, aber der ist nicht schlecht. Zustand 30, ja. Komm, halten wir das mal. Komm, wir gucken mal mit dem Herstellen. 101, 158. Wow. Blitzschaden gegen Humanoide. Gegen Bestienkonstrukte. Nee. Feinklingen auch nicht. Chakrams. 123er. 125er. Gucken wir mal. Ja, Körperschaden. Gegen Bestien und Konstrukte. Kobolde. Eisschaden, ja. Volltreffer. Nee, Körperschaden. Schaden gegen Bestien und Konstrukte. Bestien sind ja Scuffs, ne? Ja. Plus 20% Körperschaden, das ist nicht schlecht. Schaden bei Nacht, Durchbruchschaden. Giftschaden, Feuerschaden. Weißt du was, ich werde jetzt erstmal Durchbruchschaden nehmen und die Gemme. Bei Tag. Gucken wir mal. 123, nee. Sorry, Freunde, aber musste ja irgendwie. Kyras der Milderung. Vielleicht ist das ja was. Oh, 27 macht den, halte ich. Ich war schon überall. Gut, ja, dann weiter ich jetzt. Auch. Ja. Aha. Ich war schon überall. Oh. Verschwendet nicht meine Zeit. Mach ich ja nicht. Du läufst mir laufend in den Weg. Gut. Was ist das? Nichts. Gehen wir mal weiter runter. Nothing. Ah, Feinde sind gut. Alter, hau die mir auf den Maul. Ist der geflogen. Seko funny. Ah!
Ganz langsam. Ja, ganz langsam. Ganz langsam, sagt er. Prismärchen Tagebuch des Baumeisters, da reden wir heute nicht mehr, weil wir haben mittlerweile. Was haben wir? Ja, 12 Uhr. Ja, wir werden es lesen, auf jeden Fall. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ja. Wenn nicht, erinnert mich dran. Das ist auch gut. Denn angucken. Kartenteil Trostcup. Da. Pergamentchen scheint Teile einer großen Karte zu sein. Ihr müsst die anderen suchen, um herauszufinden, wohin die Karte führt. Ah, na gut. Boah. Hier ist alles nicht so prickelnd. Wie sieht's denn? Ja. Nicht gerade machen können. 26, 29, 27, 30 Chakrans. Ne, noch ist alles in Ordnung. Verschwende ich jetzt noch nicht. Erster Zyklus, die Irati. Ich grüße dich, liebste Nette. Es macht die Entfernung erträglich und hält die Angst fern, wenn ich diese Aufzeichnungen als private Korrespondenz betrachte. Du weißt ja, wie sehr mich diese Expeditionsreisen zermürben. Aber ich sollte beginnen. Ich war mir nicht sicher, was mich nach meiner Landung auf dieser düsteren Insel erwarten würde. Einige erste Untersuchungen deuten jedoch auf eine beträchtliche Irati-Präsenz hin, die älter ist als alle anderen Spuren organisierten Lebens auf der Insel. Es ist merkwürdig. Warum sollten derartige Geschöpfe in diese verwundete Welt hinabsteigen? Was auch immer sie gerufen hat, muss gewaltige Macht besessen haben. Ich werde weiter nachforschen müssen. Gib auf dich acht, liebste Nette. Ich vermisse dich. Oh ja. Nicht verkehrt, die Dinger. Nein. Halt. Hier ist ein Platz. Sehr leicht. Gut. Meisterhaft. Wir finden hier viele Crafting-Teile. Ach du Schande. Ihr seid hier. Ja, ja. Sie kamen in dem Augenblick, in dem der Rumpf versank. Die Fracht, die Überlebenden, die Segel, alles wurde abgerissen wie Fleisch von einem Knochen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einen weiteren Morgen erleben würde. Nicht mit dem toten Kell, der sich hier rumtreibt. Okay. Heilung? Ist hier irgendwas? Nein. Ich bin von Anfang an mit Kapitänin Brettigan gesegelt. Mein Mann und ich hatten sie angeheuert, um uns über die Forian-Enge nach Adessa zu bringen. Nach unserem Schiffbruch trieben wir eine ganze Woche ohne Nahrung im offenen Meer. Eine solche Erfahrung verbindet einen für alle Zeiten. Ach du Schande. Und der tote Kehl, du hast ihn gesehen? Ich hatte nie an ihn geglaubt, bis seine Lakaien ein klaffendes Loch in unseren Rumpf sprengten, das uns sofort sinken ließ. Dafür wird er noch bezahlen. Wartet es nur ab. Pass mal auf, ich will jetzt wieder
wild spekulieren. Die Kapitän, die, wie heißt sie, Brandyken oder so, die ist der tote Kehl. Pass mal auf. Oder die Nachfahre. Alle haben schon von diesem Ort gehört, doch nur wenige haben ihn je zu Gesicht bekommen. Er ist schön, wirklich. Aber das gilt für die meisten gefährlichen Dinge. Mhm. Ich werde nachsehen, ob sonst noch jemand auf dieser Insel ist. Es gibt hier zu viele Bauwerke, als dass sie verlassen sein könnte. Na gut. Seid nicht töricht. Nee, bin ich nicht. Absolut nicht. Ich bin nicht töricht. Ja, irgendwas ist hier. Blutwurz. Buch. Der Artefakte. 110. Rüstung. Ja, was soll ich jetzt wegschmeißen? Das ist hier die Frage. Ich kann nichts wegschmeißen. Doch, die... Sonst auch nichts. Waffen. Hm. Den will ich nicht wegschmeißen. Komm, du kommst weg. Tja, was soll ich tun? Jetzt mal ernsthaft. Chemiekunst. Wenn ich ehrlich bin. Ach, was mache ich denn? Scheiße. Magieintelligenz. Ich würde den gerne wegpfeffern, wenn ich ehrlich bin, ja. Nee, das mache ich nicht. Ich muss irgendwas wegpfeffern, was eigentlich, na, was ich eigentlich nicht will. Nee. Läuterung, Sonnen, Flammenschutz, Frost, Frostgift, Heilung, Mana-Trank, einfacher Strömung. Komm. Ja. Gegenstände. Rüstung. Des Königs Pfeife. Ich weiß nicht, ob ich die Pfeife noch brauche. Ja. Gar nicht, Kartenteil. Tja. Kompendium. Düstere Notiz. Gucken wir mal. Gottessturm, die Gedanken Dulstans. Anschließend herrschte Lord Ysa über viele Jahre des Friedens hinweg in Dalentat, bis die feinen Gruppen des östlichen Klurikons sich unter dem Banner des großen Kriegsherzogs versammelten. Eratel plünderte und dann Dalentat angriffen. Lord Owen verabscheute die Lichtfeinde und nannte sie seine Anhänger der Dunkelfeinde. All die magischen Energien, die Feinde, wurden auf diese einzige verzweifelte Unternehmung des Krieges gerichtet. Das Land und seine Früchte werden vernachlässigte Felder und Wälder wurden verwüstet. Zum ersten Mal sah das gesamte Feindvolk sich mit Elend und Hunger konfrontiert und der Konflikt wurde der verdorrenen Krieg genannt. Die kriegerischen Feinde des Ostens besiegten die Schwächeren. Friedensliebende Feinde des Westens in jeder Schlacht, bis Lord Ysa die feinen Armeen von Lord Owen auf die Ebene lockte. Na gut, ach, kann ich noch nicht mal wegpacken, gucke dir an. Hast dich hingekritzt in mein Büro im Hospitalquartier, wollt wissen, wo euch beobachtet, kommt dorthin.
Weißt du was, ich schreibe mir das mal eben auf. Ja, Notiz von Rettlemane. Notiz Rettle. Ja, muss ich machen. Mane. Treffen. Adessa. So, dann kannst du weg. Todesnachricht. Na gut, Plunder. Jetzt fackel ich da nicht lange. Kommt alles weg. Halt. Ja, das Buch. Langsam. Ja, Landgang. Genau. Heide, nein. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Heu. Oh. Ach du Scheiße. Das ist eine Frau. Was haben wir denn hier? Sagt mir, Fremde, was führt euch hier herunter in dieser feuchten Gänge? Sucht ihr nach Bergungsgut? Nach Reichtümern? Oder ist es der Reiz eines glorreichen Todes? Wenn ihr schon sterben müsst, sollte es durch die Hand eines Monsters wie mir geschehen. Meine Opfer sind beinahe so berüchtigt wie ich. Ich habe die Hand des Todes berührt und wurde ausgewählt. So ist das bei allen großen Männern. Wir überwinden die Sterblichkeit. Aber ihr wisst natürlich nichts über derartige Dinge, nicht wahr? Der Tod wird mich nicht bekommen. Nicht, bevor ich nicht habe, wonach ich mich verzehre. Und das habe ich nicht. Oh nein. Ich bin noch immer hungrig. Euer Schiff zu versenken war nur der Anfang. Jetzt muss es ausgeweidet und Stück für Stück auseinandergenommen werden. Alle plündern. Nur so überleben wir. Und der Mord an der Mannschaft? Nun, das war allein zu meinem Vergnügen. Sieht es mir nach, wenn ich mir hier und da mal etwas gönne. Ihr bezahlt für eure Verbrechen. Ich bin hier, um euch zu töten. Ihr bezahlt für eure Verbrechen. Werde ich das? Die Flotte der Alpha hat einst versucht, mich aufzuhalten. Sie wollten mich an den Strick bringen. Aber wer hat wohl am Ende am Galgen gebaumelt? Was denkt ihr? Macht nicht denselben Fehler wie sie. Kommt nicht in mein Zuhause und verlangt nach meinem Kopf. Das ist töricht. Und schlimmer noch, respektlos. Ich werde euch dieses eine Mal verzeihen, aber das ist alles. Und nun verlasst Galgens End. Ah, also werden wir jetzt noch nicht gegen ihn kämpfen. Nee. Gar nichts verlassen, Brenner. Oh, ich dachte, wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Hört auf den toten Kell, Fremde. Sucht euch ein Schiff. Sucht euch einen Kapitän. Und segelt weit, weit fort von Galgens End. Nee. Ich sorge dafür, dass eure Freundin das Dorf erreicht. Anschließend sehe ich mich ein wenig um. Kurz nach eurem Schiffbruch ist im Norden ein weiteres Schiff auf Grund gelaufen. Ich hatte eigentlich vor, den Überlebenden an Land zu folgen. Aber vielleicht lässt sich in ihrem Wrack ja noch irgendetwas Wertvolles finden. Ich würde ihn nicht unbedingt einen guten Bekannten nennen, aber ich habe ihn von Zeit zu Zeit gesehen. Er zeigt sein grässliches Gesicht nicht sonderlich oft in der Nähe von Trostkap. Aber ich schätze, selbst er ist an nützlichem Bergungsgut interessiert. Aber wieso hat er dich noch nicht getötet? Ich kann erst sagen, was passiert ist, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Aber es war ein gewaltiges Schiff. Eine Handelsgaleere oder vielleicht ein altes Flottenschiff. Es war jedenfalls groß und lag tief im Wasser. Also war es entweder voller Ladung oder voller Männer. Oder auch beidem. Beidem. Gute Idee. Man weiß nie, ob diese Schiffbrüchigen freundlich oder einfach nur verrückt sind. Da braucht man sich nur euch anzusehen. Wir sehen uns dann vielleicht in Trostkap. Haltet euch bis dahin von Schwierigkeiten fern.
Wir sehen uns wieder. Ich würde am liebsten erstmal gegen den... Ja, ich würde am liebsten den Kapitän. Oh. Makellose. Hat Gesundheit. Schadensverstärker. Faszination, Galgens End. Ja, wir werden noch lesen, aber... Nee, jetzt nicht. Nein, nicht wirklich. Erstmal hier umgucken, was alles so bei ihm liegt. Schäden, Scherben. Also hier haben wir nicht viel. Nee. Halt! Funkelnde Trübe, große Schadensverstärkung. Primitive Heilen. So, das war's. Mehr haben wir hier nicht. Das ist aber lächerlich. Ich dachte, ich könnte jetzt gegen den kämpfen. Aber nö. Schade. Ja, es ist schade. Absolut. Was ist hier? Nichts. Also können wir jetzt hier raus. Scheint. Hier können wir noch her. Ah, hier kommen wir direkt raus. Neu. Aha. Ja, sauber. Suppe. Was ist denn hier los? Halt. Moment. Nee. Moment. Sind wir jetzt hierher gekommen, oder? Ich glaube ja, ne? Sein. Ja, hier sind wir hergekommen. Einwandfrei. Einwand. Los. Ja, da lagen die Toten rum. Auf jeden Fall. So, oh, hier geht eine Blutspur lang. Nicht schlecht. Ah, hier ist wieder was zu zerlegen. So, zerlegen. Nein. Nee. Aber du kannst... Du kannst auch weg. Körperresistenz. Kannst du weg. Primitiver Helm. No. Unbeugsamer Helm. Können wir mal vergleichen. Auch weg. Ja, die sehen alle gleich aus. Nee. Na gut. War das jetzt soweit? 105. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Nee. Gut. Dann hinaus. Oh Mann, es ist schon echt hart. Ja, auf jeden Fall. So, nun komm, mach schon hin. Ich will noch weitermachen. Zack. Ja, hätte ich mir jetzt sparen können, verkaufen. Aber egal, ne? Ist nicht so tragisch. Ja, so langsam wird es Zeit. Aber ich kann hier, was mir auch aufgefallen ist, ich kann hier nicht wegreisen. Nein, ich kann nicht reisen. Es geht nicht. Man kann also nur mit einem Schiff von hier weg. Oh. Wir sind jetzt erstmal hier gefangen. Nehme ich doch mal an. Ja. Gut. So, Kapitän, hallo? Seht euch nur an, ich könnte euch anknabbern. Hm. Allerdings steht in meinem Vertrag mit der Flotte, dass ich das nicht darf. Was? Ihr habt die Ardings gefunden, lebend und wohlauf, wenn auch ein wenig durchnässt. Gut gemacht. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass ihr voller Überraschungen steckt. Ich habe hier nach einer Möglichkeit zur Flucht gesucht.
Aber alle sind so beschäftigt mit ihrer kostbaren Nachfahren, dass sie mich kaum eines Blickes würdigen. Ja, und nicht schlecht. Haben Sie Tari gefunden? Nein, haben Sie nicht. Alder denkt, er ist gestorben, kurz nachdem wir ihn verlassen haben. Und dass er raus ins Meer gespült wurde. Tari war ein guter erster Maat. Ich werde den stillen Taugenichts vermissen. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber die Winde des Schicksals wehen nicht immer zu unseren Gunsten. Tja. Sie ist diejenige, die sie ihrem Gott, ihrem kostbaren Akara, übergeben. Sie halten eine prachtvolle Zeremonie ab und opfern sie ihm als Gefäß. Anschließend verbringt sie den Rest ihres Lebens in innigster Versenkung mit dem Geist. Es klingt grauenhaft. Naja. Wirklich? Ihr seid ihm begegnet? Dann erzählt mal. Was hatte der Schurke zu seiner Verteidigung zu sagen? Und waren die Gehängten bei ihm? Blutgrimm, die flüsternde Hexe, der Baronett. Ich nehme mal an, dass wir erst die besiegen müssen. Sie besitzt einen mächtigen Stab und flüstert ihren Opfern etwas ins Ohr, bevor sie sterben. Was sie ihnen sagt, weiß jedoch niemand. Außerdem heißt es, sie sei die Geliebte des toten Kell. Widerlich. Warum? Und Blutgrimm? Er ist ein großer, hässlicher Kerl. Wenn er kann, tötet er mit seinen bloßen Händen. Und wenn er eine richtige Sauerei anrichten will, greift er zu seinem Hammer. Oh, und der Baronett? Er ist ein Geck, dem Seide und Prahlereien mehr bedeuten als ein Leben. Wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, gute Manieren öffnen einem jede Tür. Wirklich jede. Na super. Ich sorge dafür, dass... Ja, ja klar, finden... Das bezweifle ich nicht. Ha, wo wart ihr nur, als ich meinen ehemaligen Gatten töten wollte? Alder könnte vielleicht etwas wissen. Er hat von einem alten Schiffbrüchigen namens Kay erzählt, der schon seit Ewigkeiten auf der Insel ist. Er könnte uns möglicherweise weiterhelfen. Wenn mich das Meer irgendetwas gelehrt hat, dann, dass man dem Wind folgen sollte, wenn er aufkommt. Na gut, was jetzt? Alder wird wissen, wo wir diesen Kay finden. Und wenn wir Glück haben, ist er normal und nicht wie der Rest dieser verwirrten Aale. Ich würde allerdings nicht darauf wetten. Na gut. Ich werde hier sein. Ja, ich auch. Also, Freunde, wir machen jetzt erstmal hier Schluss und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, weil jeder will wissen, wie es hier weitergeht. Der dunkle Hafen, die neue Quest. Na gut, bis später.